Und los geht's! Maximiere deine Produktivität mit PDF Element. Ganz einfach eigene PDF-Dokumente erstellen, Bilder und Links einfügen, professionelle Vorlagen herunterladen und vieles mehr. Das alles für Windows, Mac, iOS und Android. Natürlich von Wondershare. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute schauen wir uns nochmal eine Qi-Ladestation, ein Ladepad an. Das verspricht hier besonders flott aufzuladen. Nämlich kommt das von der Firma Exquisite und soll exquisite 10 Watt Leistung abgeben und damit ein Schnellladegerät sein für Fast Wireless Charging. Zum Beispiel fürs iPhone, für andere Qi-fähige Geräte, wie zum Beispiel die ganze Samsung Galaxy-Reihe und so weiter und so fort. Und das werden wir heute mal testen, ob das wirklich so gut funktioniert. Wir sehen auf der Vorderseite ein exquisites weißes Ladepad. Ja, merkt euch mal die Farbe weiß. Einen Moment, auf der Seite haben wir nochmal stehen Wireless Charging Pad. Ansonsten sehen wir nicht viel, also machen wir es nochmal auf. Ich öffne, wir sehen hier weiß und wir sehen, oh, da steckt ein schwarzes drin. Na, wer hat das denn eingepackt? Na egal, da will ich mal nicht so pingelig sein. Wir haben einmal unser Ladepad. Packung ist auch schon leer und wir finden darin nur noch ein ganz normales USB auf Micro-USB-Kabel. Ladegerät müsst ihr selbst mitbringen. Und dabei muss man direkt mal ins Kleingedruckte lesen, denn damit hier das Fast Charging funktioniert, braucht ihr auch ein Quick Charge fähiges Ladenetzteil, entweder Quick Charge 2.0 oder 3.0. Sonst ist hier nichts mit Quick Charge. Ich habe mal das stärkste geholt, was ich hier zu Hause rumfliegen habe. Das ist hier mein iPad-Ladegerät. Das hat ja eine Leistung von 10 Watt insgesamt. Stärke habe ich einfach nicht. Damit werde ich das gleich mal testen. Und wir sehen, das Teil ist ja recht dünn, 8, irgendwas Millimeter. Also schön dünn gehalten. Wir haben einen wirklich sehr schicken Aluminiumrahmen, der hier matt schwarz lackiert ist. Fühlt sich sehr hochwertig und schön an, gefällt mir. Auf der Unterseite so ein paar gummierte Füßchen, damit es ja also sehr sicher steht. Das ist toll. Dann haben wir nochmal hier die Spezifikationen. Input 5 Volt 2 Ampere oder 9 Volt 1,8 Ampere. Und mit 5 Volt 2 Ampere hätten wir ja hier unsere 10 Watt, die hier rauskommen. Sollte also passen. Und Output entweder 5 Watt, 7,5 Watt oder 10 Watt. Hier mit den 7,5 Watt wären wir ja bei dem Maximum, was hier das iPhone zum Beispiel aufnehmen kann. Und damit werde ich es dann auch gleich testen. Wenn ihr so ein Samsung Galaxy Gerät habt, das pumpt dann auch schon mal die 10 Watt gerne in sich rein. Also, da ist für jeden was Passendes dabei. Auf der Oberseite haben wir Glas mit einer kleinen Schutzfolie noch oben drüber. Und dann sieht man schon eine schöne Glasoberfläche, die von der Optik und Haptik wirklich klasse ist. Aber ich habe hier so ein bisschen meine Bedenken, denn wenn man jetzt hier sein Smartphone holt und man legt es nackt darauf, Glas auf Glas, ja, das könnte doch ein bisschen rutschig werden. Also achtet darauf, dass ihr das auf jeden Fall auf eine ebene Fläche stellt. Ansonsten könnt sich da beim Laden euer Gerät schon mal verabschieden, wenn ihr Pech habt. Also Optik ja, aber Funktionalität, da hätte man vielleicht statt diesen wirklich schön anzusehenden abgeschrägten Aluminiumkanten hier so eine kleine Gummilippe einmal rumgelegt, damit hier einfach ja die Friktion, die Haftung besser ist. Wobei so, ihr seht schon, das rutscht nicht sofort runter, aber wenn es ein bisschen schräg steht, ja, es könnte dann eben schon passieren, dass es den Abgang macht. Haltet das mal im Hinterkopf. Ansonsten optisch, verarbeitungsmäßig ein sehr, sehr schönes Teil. Etwas schade finde ich, dass hier immer noch auf Micro-USB gesetzt wird und noch nicht auf USB-C. Die sollten endlich mal den Standard von USB-C überall verbreiten, damit wir alles einheitlich bekommen. Okay, dann schließe ich hier mal den Strom an. Dann werden wir, denke ich, hier vorne an der kleinen LED dann auch sehen. Jawohl, hier kann man es erkennen, dass hier alles ready ist zum Aufladen. Und ich habe mal ums iPhone einfach eine Hülle drum gemacht, damit es hier eben nicht rumrutscht großartig. Und testen wir mal, ob es überhaupt funktioniert. Ja, klappt, ihr seht, es fängt direkt an zu laden. Wenn ich es runternehme, hört es wieder auf. Beim Auflegen geht es direkt wieder los. Und, oh, das reagiert sogar schon, bevor ich es auflege. Schauen wir mal, wann... Das ist ja krass. Habt ihr das gesehen? Hier geht das Display schon direkt an. Wenn ich nur, ich sag mal, 5 cm drüber bin, ich drücke keinen Knopf, halte mal drüber, ja, und gehe sachte runter. Na, jetzt funktioniert es nicht. Eben hat es doch schon direkt hier angefangen und jetzt geht es beim Drauflegen. Naja, egal. Auf jeden Fall drauflegen
das fängt direkt an zu laden. Das ist völlig problemlos möglich. Und jetzt schauen wir mal, wie viel möglich ist in 30 Minuten. Denn das wird hier auf der Seite auf Amazon groß versprochen vom Hersteller. Ihr könnt mal eben flott fast chargen, auch in nur, sage ich mal, 30 Minuten. Ich sag die mal 30 Minuten. Die haben geschrieben, wenn man mal kurz hier eine Tasse Kaffee trinkt, könnt ihr das mal flott eben aufladen. Und naja, wir schauen mal, wie viel geht denn hier in 30 Minuten. Wir starten mit 41% und damit es optimal geht, mache ich hier den Flugmodus nochmal rein. Und dann schauen wir mal, was geht denn hier in 30 Minuten. Ich starte, lege auf und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich gehe da mal einen Kaffee trinken. Nee, ein Latte Macchiato lieber. Und ich muss hier kurz nochmal unterbrechen, denn da fällt mir direkt was auf. Ich kann das Ladegerät hören. Das ist ganz merkwürdig am Tickern, habe ich so noch nie gehabt. Ich werde jetzt mal das Mikrofon hier dran halten, vielleicht könnt ihr das auch hören. Ich hoffe, das Mikro konnte es für euch rüberbringen. Da hört man deutlich ein Tickergeräusch, als würde da ganz schnell so ein Sekundenzeiger mitlaufen. Habe ich ja noch nie gehört bei all den Ladestationen, die ich getestet habe. Komisch. Naja gut, warten wir mal die 30 Minuten ab. So, und da wäre die halbe Stunde rum und wir schauen, wie weit sind wir gekommen. Ja, doch, auf 53%, also eine halbe Stunde. Und wie viel hatten wir vorhin? 42, also würde ich mal sagen 11%, 22 pro Stunde. Ja, ist jetzt natürlich kein super beeindruckendes Ergebnis, aber immerhin, das ist schon mal ein bisschen was. Also da kommt man nochmal, wenn man es nicht viel benutzt, mal über den restlichen Tag vielleicht drüber, wenn man nur darauf Wert legt, dann erreichbar zu sein. Also, das hat geklappt. Das iPhone, ja, ist auch nicht besonders warm geworden. Ein bisschen spüre ich das hier. Das Ladegerät selbst ist auch nicht besonders warm geworden. Ganz, ganz minimal. Hat natürlich eine gute Wärmeabgabe hier. Dadurch, dass wir Aluminium und Glas verbaut haben, da passt das Ganze schon. Aber was mich jetzt hier echt gewundert hat, ist dieses Klacker-Klacker-Geräusch. Also dieses ganze Geklackere hier. Und ich will mal austesten, ob das vielleicht nur an dem Netzteil liegt, das ich jetzt benutzt habe. Deswegen werde ich hier jetzt nochmal das ganz normale 5 Watt Apple-Netzteil anstecken. Und anschließend nochmal hier von Amazon habe ich noch eins. Das ist ein 9 Watt Netzteil. Und dann hören wir nochmal ganz genau hin, ob auch dort das Klackern zu hören ist. Und ich lege mal los mit dem kleinen Apple-Netzteil. Dann hören wir mal hin. Und ja, ich halte das Mikro jetzt nicht dran. Es klackert wieder. Ich höre wieder dieses Geklickere. Also das ist irgendwie echt, keine Ahnung, was das genau ist. Nochmal hier einfach nur zur Sicherheit das Amazon-Netzteil. Und auch dort, ja, auch da höre ich dieses Geklackere. Also nebens Bett abends würde ich mir das Teil hier nicht stellen, um dann das iPhone da aufzuladen. Also das würde ich mir jetzt mal behaupten, wenn ihr ruhig im Bett liegt abends, würdet ihr auf eurem Nachttisch dieses Geklackere absolut hören. Und wenn ihr so ein bisschen empfindlich seid bei Geräuschen wie ich, wird euch das auch tierisch auf die Nerven gehen. Wenn es ein bisschen weiter weg steht, dann denke ich, fällt es gar nicht größer auf. Aber ja, es ist auf jeden Fall zu beachten. Habe ich noch nie bei einem anderen Netzteil. Und da war der Speicher der Kamera voll. Also ich wollte sagen, das ist mir sonst noch nirgends aufgefallen, dass hier solche Geräusche bei einem Qi Wireless Ladepad zu hören waren. Das ist also zu beachten. Ansonsten Verarbeitung ist gut. Das mit der Glasoberfläche, naja, hat so seine Vor- und Nachteile. Also Vorteil, gute Wärmeabgabe. Nachteil natürlich, das kann rutschig werden. Aber alles in allem, ja, ist es ein ganz schönes und solides Ladepad. Kann man sich gerne mal anschauen, wenn man es nicht direkt neben das Bett stellt oder auf den Nachttisch stellt. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und ich sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Maximiere deine Produktivität mit PDF Element. Ganz einfach eigene PDF-Dokumente erstellen, Bilder und Links einfügen, professionelle Vorlagen herunterladen und vieles mehr. Das alles für Windows, Mac, iOS und Android. Natürlich von Wondershare.